Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Ley, an Ihrer Rede war eines richtig. Wir haben in den letzten Jahren zu wenig gebaut. Wir haben zu wenig Wohnraum für unsere Bürgerinnen und Bürger und wir müssen daran etwas ändern. Leider war das das Einzige, was an der Rede richtig war, aber immerhin das, die Analyse hat gestimmt an der Stelle. Ich räume freimütig ein, dass auch wir, meine Damen und Herren, diesem Trugschluss nach dem Jahr 2000 aufgesessen sind und gesagt haben, es gibt angesichts der Demografie in Deutschland genügend Wohnraum, man muss nicht mehr bauen, man muss nicht mehr fördern. Wir haben in der letzten Großen Koalition deshalb die Eigenheimzulage abgeschafft, was ich immer noch für einen großen Fehler halte. Das haben wir damals falsch gemacht, meine Damen und Herren. Und deshalb sind wir jetzt auf dem Weg, das eine oder andere an der Stelle zu korrigieren. Ich möchte aber vorwegschicken, das ist mir ein persönliches Anliegen, vorwegschicken, dass es hier eben nicht schwerpunktmäßig darum geht, das mit Blick auf den Flüchtlingszustrom zu machen. Natürlich verschärft der Zustrom von Flüchtlingen dieses Problem der Wohnungen auch, und wir sind gehalten, die Leute, die zu uns kommen, anständig unterzubringen. Aber jenseits dessen gibt es in Deutschland seit Jahren die Problematik, dass wir zu wenig bezahlbaren Wohnraum haben, und wir sind auf einem guten Weg, das in dieser Koalition zu ändern. Nun, Frau Ley, muss man wahrscheinlich, um den Linken anzugehören, wirklich jeden ökonomischen Zusammenhang verdrängen. Aber dass es den inneren Zusammenhang gibt zwischen bezahlbarem Bauen auf der einen Seite und der Möglichkeit, das dann, was man günstig gebaut hat, günstig zu vermieten, das würde ich an Ihrer Stelle doch nicht leugnen. Natürlich gibt es diesen Zusammenhang, und natürlich brauchen wir, wenn wir diese Problematik momentan ändern wollen, Investoren, gerade eben auch private Investoren, meine Damen und Herren. Der Staat allein wird dieses Problem jedenfalls nicht lösen können. Ich wehr mich auch, wenn Sie uns vorhalten, wir hätten all die Dinge, die wir hier machen, nicht sozial ordentlich flankiert. Auch das ist falsch. Wir haben deutlich beispielsweise das Wohngeld erhöht. Das war eine ganz wichtige wohnungs- und sozialpolitische Maßnahme. Das hätte ich mich gewünscht, dass Sie das ein bisschen würdigen in Ihrer Ansprache. Und wenn Sie über sozialen Wohnungsbau reden, dann wäre mir lieber gewesen, Sie hätten klar die Schuld zugewiesen, dass man nämlich die Länder jahrelang finanziert hat, dass der Bund brav das Geld überwiesen hat und die Länder damit ihre Haushalte ausgeglichen haben. Und das ist etwas, was mich ärgert, sage ich Ihnen ganz offen. Und deshalb sage ich auch, wenn wir jetzt diese Mittel verdoppelt haben auf über 1 Milliarde Euro jährlich, dann muss man auch mal abwarten, was jetzt passiert, wie die das und ob die das machen. Und nicht sofort noch mehr Geld in diese Richtung fordern, sondern einfach mal anschauen, ob die Länder jetzt endlich mal willens sind und in der Lage, manchmal scheitert es ja auch an der Organisation, in der Lage, tatsächlich sozialen Wohnraum zu schaffen. Was die Mietpreisbremse angeht, so gebe ich offen zu, dass mir dieses Instrument, das nicht ganz so marktnah ist, wie man sich es vorstellt, nicht in jedem Punkt gefällt. Das weiß ich, dass Sie das nicht wundert. Und trotzdem gibt es in der Tat, Einwand des Kollegen mit der Hinweis auf Bayern, gibt es in der Tat bei uns Ballungsräume, wo dieses Instrument eine Rolle spielt, auch eine gute Rolle, wie ich meine. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir jetzt jedenfalls keinen weiteren Umsetzungsbedarf im Sinne weiterer Auflagen für Vermieter haben. Das ist etwas, was wir auch in der Wirkung, insbesondere auf das Angebot, erstmal anschauen müssen, um dann darüber zu diskutieren, wie man eine solche Mietpreisbremse sinnvollerweise weiterentwickelt. Und weil die Kollegin Ley die Ausnahmen, die wir durchgesetzt haben, angesprochen haben, im Übrigen nicht nur die CDU, die CSU, war bei den Ausnahmen auch mit dabei. Sie dürfen die Schuldigen dann gleich vollständig nennen. So glaube ich, dass es richtig war, beispielsweise bei dem Thema Neubau und Totalsanierung diese Ausnahmen durchzusetzen, um einen Investitionsattentismus
zu vermeiden. Das war ganz, ganz wichtig, denn wir wollen ja beides, Mietpreisbremse auf der einen Seite und Investitionen auf der anderen Seite. Und nur über diese Ausnahmen kommt man zu dem Ergebnis, dass man beide Dinge parallel haben kann. Nun reden wir momentan über steuerliche Sonderabschreibungen. Und die Frau Umweltministerin Hendricks hat deutlich gesagt, es geht hier nicht um Luxusimmobilien. Ich bitte dringend, auch diese Diskussion in dem Zusammenhang zu unterlassen. Erstens deshalb, weil sie nicht mehr sein kann als nur Symbolpolitik, diese Debatte. Denn selbst wenn man Luxusimmobilien fördern würde, muss uns doch allen klar sein, dass am Ende jeder, der in eine neue Immobilie zieht, eine alte freimacht, eine andere freimacht und dass ein Mehr am Schluss dazu führt, ein Mehr am Schluss, egal in welcher Kategorie, dazu führt, dass Wohnungen frei werden, auch für diejenigen, die bezahlbaren Wohnungsraum suchen. Wir fordern aber gar nicht Luxusimmobilien, sondern wir haben mittlerweile Kappungsgrenzen, meine Damen und Herren, die angenähert sind an die Baukostenrealität. Um das geht es nämlich. Und die Baukostenrealität ist gar nicht so einfach momentan. Sie haben im ländlichen Raum Baukosten von 2.300 Euro, Herstellungskosten im Schnitt im städtischen Raum 2.600, 2.700 Euro. Wenn Sie da eine Miete ansetzen von 7 Euro, sind Sie bei 2.300 Euro Baukosten bei einer Rendite von gerade mal 3%. Und da haben Sie gar keine Bewirtschaftungskosten, da haben Sie gar keine, schreien Sie doch nicht so laut, Sie haben gar keine Bewirtschaftungskosten abgezogen, gar nichts, sondern Sie sind in dieser Renditekategorie. Und da Investoren zu finden, ist gar nicht so einfach. Das geht deshalb, weil das Zinsniveau historisch niedrig ist, aber nur deshalb geht das, meine Damen und Herren. Und was mich bei dieser steuerlichen Sonderabschreibung ein bisschen umtreibt, ist, dass wir aufpassen müssen, dass wir die Gebietskulisse nicht zu eng formulieren, dass wir nicht dort, wo der Wohnungsmarkt schon heiß ist, noch für Überhitzung sorgen, dass wir zu Verschiebungen führen, weg von den Mittelstädten, die auch eine Problematik in dem Bereich haben. Es ist ja nicht nur so, dass das nur in München beispielsweise stattfindet, sondern es sind auch die mittleren und kleineren Städte, wo man mittlerweile keinen bezahlbaren Wohnraum im geforderten Ausmaß haben. Und wenn wir diese Gebietskulisse zu eng formulieren, ja, dann werden wir das Gegenteil erreichen, nämlich nur, dass dort, wo es schon brennt, noch heißer wird und woanders nicht mehr investiert wird. Also deshalb müssen wir über diese Frage aus meiner Sicht noch mal ganz genau nachdenken, wie man das so machen kann, dass das passt. Ich räume freimütig ein, dass wir hier seitens der Unionsbaupolitiker uns gewünscht hätten, zu einer undifferenzierten Erhöhung der Abschreibungen auf 3% zu kommen, weil wir sehen, dass momentan die 2% Abschreibungen nichts mit der Abnutzung im Wohnungsbereich zu tun hat. Ein Haus von heute hat einen hohen Technikanteil. Das heißt, die Abnutzung ist eine andere, als die noch vor 30, 40, 50 Jahren war. Und das müssten wir auch mit Blick auf die Steuergerechtigkeit aus meiner Sicht sinnvoll abbilden können. Und ich glaube, dass das im Sinne einer gleichmäßigen Verteilung von Wohnungen tatsächlich der sinnvollere Weg gewesen wäre. Den Rest, meine Damen und Herren, hätte der Markt am Schluss geregelt. Ja, weil natürlich jeder Investor dort baut, wo eine Immobilie am Schluss auch vermietbar ist. Wo das nicht geschieht, wo wir an anderen Stellen bisher gebaut haben, war das immer dann der Fall, wenn wir durch steuerliche Anreize die Leute dahin gelockt haben. Ansonsten sind die sehr rational und gucken, wo was vermietbar ist, und das soll und darf uns an der Stelle nicht passieren. Ich will auch unterstreichen, dass der Union das Thema selbstgenutztes Wohneigentum ein besonderes Anliegen ist. Eigenheim ist etwas, was für die Rente gut ist, etwas, was wiederum Wohnungen, Mietwohnungen frei macht. Und ich sage Ihnen auch aus eigener Erfahrung, es ist auch eine integrationspolitische Chance mittlerweile. Ich bitte darüber nachzudenken. Also diejenigen Migranten, die bei mir zu Hause mittlerweile
Wohneigentum kaufen, da sind genügend dabei, die Immobilien kaufen, die sind anders integriert und lassen sich auch auf Dauer anders integrieren als andere. Und deshalb sollte man auch darüber nachdenken. Wir haben die Wohnungsbauprämie zuletzt 1996 angepasst. Das hat mit den Einkommensrealitäten und mit den Kosten nichts mehr zu tun. Und deshalb glaube ich, dass das ein wichtiges Handlungsfeld ist. Und abschließend, Klimaschutz, meine Damen und Herren, ist ein zentrales, ein wichtiges Thema. Es darf aber nicht zum Investitionshindernis werden. Es bringt dem Klima gar nichts, wenn nicht investiert wird. Das gilt für die Industrie genauso wie für die Bauseite. Wir müssen dafür sorgen, dass wieder mehr investiert wird und deshalb auch noch mal über die Standards bei dem Thema NF und EE Wärme reden. Ich fand die Einlassung von der Ministerin sehr gut, dass wir das zusammenführen. Und ich finde es für ganz entscheidend, dass wir bei der Gelegenheit auch noch mal darüber nachdenken, wie denn die Relation ist, was wir dann an Standards obendrauf packen und ob das Verhältnis zusätzlicher Kosten zu dem, was das für den Klimaschutz bringt, tatsächlich im Verhältnis steht. Vielfach ist das nicht mehr der Fall. Diese Grenzbetrachtung ist ganz wichtig. Die haben wir jahrelang nicht so ausgiebig gemacht. Jetzt sind wir am Punkt, wo wir das tun müssen. Und da fordere ich alle Umweltpolitiker auf, dass wir das jetzt gemeinsam machen mit Blick auf die Ökologie und die Ökonomie. Dann kommen wir auch gemeinsam beim Klimaschutz und beim Bauen weiter. Vielen Dank. Christian König ist der nächste Redner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.